Musik von Richard Wagner kennenzulernen, natürlich als ein Deutscher, ist ein bisschen anders als Israeli. In Israel ist es nicht genau gegen die Regeln, das zu spielen, aber es gibt ein sehr starkes Tabu dagegen. Das hat nach Kristallnacht angefangen, 38. Ich glaube, ich war 14 oder 15 Jahre alt, ich war in die Akademie und ein Freund hat durch eine Reise zu Ausland hat eine CD gekauft, diese Kleiberaufnahme, die berühmte Kleiberaufnahme von Tristan Isolde. Und er hat es so unter den Tisch wie Haschisch oder Pornografie zu mir gegeben. Und ich habe das zu Hause so gehört. Und das war natürlich eine persönliche Revolution, weil ich habe die Sprache kennengelernt schon, aber ich habe nie verstanden, wo diese Sprache hat gekommen. Wo hat es angefangen? Du schönes, herrliches Kind. Matthew Rose, wir kennen uns seit langer Zeit und wir haben gesagt, es ist Zeit für uns, was zusammen zu machen und was wäre unser Traum? Wir haben beide gesagt, unser Traum wäre, Wotan, den Abschied von Wotan zu machen. I'm Matthew Rose, and I'm very privileged to come over to Darmstadt to do these two concerts, performing parts of Die Walküre. I've just been singing The Valkyrie in London, so the English, we've done an English Walküre at English National Opera. So I was singing Wotan for a few months, and now it's really nice to come and sing the first act, where Wotan is normally in the dressing room, and to sing the part of Hunding, which is very different from Wotan, obviously. Ich bin Dorothea Herbert und ich freue mich sehr, bei euch im Sonderkonzert Die Sieglinde singen zu dürfen. Wagner hat mich schon immer fasziniert und vor allen Dingen im ersten Akt der Walküre berührt mich sehr das Vorspiel, wie die Oper anfängt mit den großen Fragezeichen, mit dem großen Tamtam, das Leise und dann auch wieder das Aufbrausende, das finde ich wunderschön. Dann hinübergehend auch zum die Interaktion mit Siegmund. Der Siegmund, eine der wenigen Partien, die ich kenne, die, über die man nur erfährt, indem sie über sich selbst erzählt, die nicht im gesellschaftlichen Kontext sozusagen vorgestellt wird, sich da irgendwie verhält und man dann irgendwie erkennen kann, was ist das für ein Typ. Das ist eigentlich dieser ganze erste Akt, die ersten drei Szenen bestehen nur daraus, dass der Siegmund erzählt, wo komme ich her, was ist mit mir passiert, aber alles aus seiner ganz eigenen subjektiven Sicht. Und dieser ganze erste Akt ist eigentlich von einer Dualität geprägt. Das ist jetzt nichts ganz Besonderes in der Oper, aber in dem Fall doch sehr, sehr augenscheinlich. Draußen, drinnen, er kommt von draußen nach drinnen. Es findet sozusagen eine Art Kammerspiel statt zwischen den drei handelnden Personen im ersten Akt. Siegmund, Sieglinde und Hunding. Wir haben gedacht, okay, jetzt haben wir eine perfekte Stenografin für diese Rolle und wir haben Matthew und wir haben Dorothea gehört und haben gesagt, jetzt haben wir die Gruppe, jetzt haben wir unsere Trio wir testen die ganze Orchester jeden Morgen vor jeder Probe. Und wir sind jetzt Testen-Profis und wir bleiben bis zum Konzert so, dass alles gut geht und wir können das zu unserem Publikum bringen.